Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat. Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn Sie ihn leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew, einen starken Clan. Durch Sie würde er noch stärker. Wenn Sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich Sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Shepard? Hat O'Kir Ihnen auch Eindrücke von den Kollektoren vermittelt? Ich sehe verschwommen Schiffe, deren Stärke ich nicht einschätzen kann. Das reicht nicht, um einen Schwachpunkt zu finden. O'Kir hat die ganze Zeit nur seinen alten Hass gepflegt. Was er auch gehabt haben mag. Es war verbraucht, als er mich gemacht hat. Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Weiß allerdings nicht, ob's was bringt. Soll ich den Mist etwa behalten?
Er sollte sich aber nicht auftürmen. Ich wohne hier unten. Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Menschen reden zu viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Was denken Sie über unsere Mission? Ich kämpfe. Für wen ist gleichgültig?